Eine Spende von 7.300 Schutzmasken sowie 500 Flaschen Desinfektionsmittel übergab der Lions Club Frankenberg an die Tafel Frankenberg. Ja, so, ich bin von den Lions in Frankenberg-Eder und wir haben uns eine Idee zu Herzen genommen, die eines unserer Mitglieder hatte, nämlich, es sind so viele Menschen im Moment, die Hilfe benötigen, die vielleicht auch nicht genug finanzielle Ressourcen haben und die kommen zur Tafel und denen wird hier so wunderbar geholfen. Da kann es doch nicht sein, dass diese Menschen dann ihr Geld, das bisschen, was sie sparen, auch noch für Masken ausgeben müssen. Und damit diese Menschen am Leben teilnehmen können, haben wir gesagt, wir kaufen Masken und Desinfektionsmittel. Und hier haben wir heute ganz viele Masken und Desinfektionsmittel an die Tafel übergeben. Ja, prinzipiell ist es so, dass wir ja in der Pandemie feststellen, dass es doch relativ große Unterschiede in unserer Gesellschaft gibt. Es gibt die Leute, die zum Beispiel viel arbeiten, viele, die wenig arbeiten, viele, die keine Zeit haben, die sehr viel Zeit haben. Und es gibt eben auch diejenigen, die die Ressourcen haben, sich eben gut zu schützen. Und es gibt diejenigen, die nicht die Möglichkeiten haben, jeden Tag eine neue Maske oder vielleicht auch mehrmals am Tag eine neue Maske aufzuziehen. Und das sollte eigentlich nicht sein, weil die Gesundheit ist eben schon sehr wichtig und die benötigt jeder. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir als Lions Club haben, eine Spende an die Frankenberger Tafel geben, um denjenigen auch die gleichen Möglichkeiten des Schutzes zu bieten, wie uns selber eben auch. Wir freuen uns sehr über diese großzügige Spende, denn das hilft uns, dass wir unsere Kundinnen und Kunden auch mit Masken und mit Desinfektionsmitteln ausstatten können. Das müssten wir sonst aus dem normalen Budget der Tafel nehmen, was wir ja auch für den Unterhalt und den laufenden Betrieb brauchen. Und so sind wir dem Lions Club Frankenberg auch sehr, sehr dankbar für diese Spende.